Die Winterzeit ist Vesperkirchenzeit, morgens vor der Leonhardskirche in Stuttgart. Hier bekommen Bedürftige eine warme Mahlzeit, unter ihnen Sozialhilfeempfänger und Obdachlose. Viele wollen anonym bleiben. Für die ehrenamtlichen Helfer ist die Begegnung mit ihnen aber immer wieder eine besondere Erfahrung. Man kommt aus seiner Ecke raus, aus der gesicherten Ecke und kommt mit einer Schicht Personen zusammen, die nicht so gut mit irdischen Gütern gesegnet ist. Seit vielen Jahren koordiniert Hermann Kies den Einsatz der vielen Freiwilligen. Die arbeiten in insgesamt 3 Schichten. Kies weiß aus Erfahrung, oft prallen in der Vesperkirche 2 Welten aufeinander. Mir ist dann wichtig, dass eine Begegnung stattfindet auf Augenhöhe, dass also unsere Gäste und wir als Mitarbeiter sich als gleich betrachten. Hochbetrieb am Brottisch. Heute schmieren die Freiwilligen mehr als 400 Vesperbeutel. Hermann Kies kennt viele von denen, die später einen der gut verpackten Beutel mitnehmen. Manchmal erschrickt man dabei, was da in diesem Jahr passiert ist, wie der Abbau war, wegen Alkohol, Droge oder sonst was. Aber das persönliche Zurückerinnern und das Kennenlernen, das ist immer wieder sehr schön. Jeder gibt, was er kann. Unter diesem Motto steht die Bezahlung. In der Vesperkirche geht es auch darum, für den Umgang mit Armut zu sensibilisieren. Der ganz Reiche und der ganz Arme sind im Grunde genommen, wenn sie sterben, nehmen sie beide nichts mit. Und sie könnten sich während ihrer irdischen Daseinszeit auch ganz normal miteinander unterhalten, wenn sie die Gelegenheit dazu haben. Und die Gelegenheit gibt es in der Vesperkirche. Und nutzen kann man die Gelegenheit noch bis zum 3. März. Denn dann schließen sich die Tore der Vesperkirche wieder.